Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge Minecraft Bildbattle zusammen mit Ben. Hallo, was war das denn? Ich habe meine Hände sehr energisch hier auf diesen Tisch gehauen. Nee, auf diesen Stuhl. Also. Ich sitze auf einem Stuhl, auf keinem Tisch, Leute. Und zwar machen wir heute eine Noob vs. Pro-Folge. Eine weitere Noob vs. Pro-Folge, Leute. Und zwar haben wir einmal das Material Stein und einmal das Material Diamant. Und daraus müssen wir ein Labyrinth bauen. Und der andere muss dann dieses Labyrinth durchqueren. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen schicken Dropper fertig. Und dann losen wir aus, wer welches Material bekommt. Okay, Ben, willst du als erstes drücken oder soll ich drücken? Ich drücke. Let's go. Und... Diamantos! Er ist der Pro und wir sind jetzt der Noob. Oh Mann. Wahrscheinlich bin ich der Pro. Ja, ich bin ja Team Rot auf die andere Seite wieder. Okay, gut, dann gehe ich auf diese Seite hier. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Battle. Ich habe mir schon einen Megatrick überlegt, Elina, direkt. Okay. Wissen wir es? Was hast du dir denn überlegt, Ben? Ja, ich mache direkt mal so einen übelst fetten Kasten Diamanten hier hin, damit ich quasi das Labyrinth nur noch einschlagen muss. Ist viel leichter dann, weißt du? Okay, alles klar. Ich mach, glaube ich, als erstes den Weg ins Ziel. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht, ob das Sinn macht. Und danach baue ich halt noch so... so machen wir das. Und danach baue ich halt den Kivina-Weg rein. Ich habe gerade einen riesen Denkfehler. Oh Gott, Leute. Als erstes baue ich den Weg ins Ziel und danach kommt das weitere Labyrinth. So meine ich das. So, okay. Moment. Hier geht's weiter. So. Hat man eigentlich hier relativ viel... Hat man hier viel Platz? Ich weiß es gar nicht. Es geht so, es geht. Es geht. Okay. So. Zack, zack, zack. Bam. Okay. Das ist ein super Weg, Elina. Das hast du echt toll gemacht. Ich habe nur überall Steine hingezogen. Oh Gott, oh Gott. Fertig. Was? Ich sag doch meinen Trick, Elina. Geh blitzschnell. Oh, du bist schon fertig? Gut, Leute. Nein. Dann war es mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nee. Aber ich bin schon weit, sage ich mal. Okay, dann bin ich... Was wollen wir als Ziel machen? Einmal durchlaufen oder gibt es einen Zielraum? Also als Ziel? Ich würde als Ziel machen... als Ziel kommt man in einen Raum. Ja, und dann ist man fertig. Geil, Alter. Da weiß ich ja, was ich machen muss. Nee, als Ziel, da... Da ist ein Raum voller, bei dir ist es voller Diamanten. Also lose Diamanten liegen dann da rum. Das ist eine geile Idee. Geil. Alter, Gesundheit. Dankeschön. So, okay. Also ich baue hier quasi eigentlich nur einen Weg gerade. Macht das noch Sinn? Ja, das macht noch Sinn. Ja. Das macht sehr viel Sinn sogar. Ha. Leute, ich hab's. Okay, hier machen wir dann den Raum hin. Zack. Okay, hier ist man dann durch. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier ganz einfach, ganz stumpf. So, dann ist man im Ziel. Tada! Okay, gut. Dann haben wir schon mal unseren Weg ins Ziel. Und jetzt müssen wir quasi nur noch dieses Drumherum machen. Und ich glaube, um das Ganze noch ein bisschen schräger zu machen, machen wir den ganzen Boden aus Cobblestone. Zack, Cobblestone ist die Nummer 4. Set Nummer 4. Oh Mann, wir müssen das Ganze, glaube ich, noch einen höher machen. Ansonsten kann man ja hier rüber gucken. Ja, das müssen wir unbedingt machen. Okay, 3 Blöcke hoch, Leute. Alles nochmal abändern. Zack. Ben, zu wie viel Prozent bist du fertig? Ziemlich viel, ehrlich gesagt. Echt? Also, ja. Ich mache jetzt noch die Deko. Dann bin ich fertig. Was? Okay. Ja. Ich habe gerade mal einen Weg. Ist noch kein Labyrinth im Ansatz. Ha, okay. So, sehr gut. Dann haben wir unseren Weg hier fertig. Okay, das können wir einmal ablaufen. So, hier kommt man rein. Dann hier lang. Dann da lang. Dann hier lang. Dann da lang. Dann hier lang, da lang.
Das sieht schon mal gut aus. Zack, okay. Und zack. Okay, ich glaube, wir bauen hier nochmal eine Hürde ein. Ansonsten ist das hier zu einfach. Zack, 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 zack. Ja. Ja, sonst ist das zu einfach für den Ben. Der schlauer Ben. Okay, wenn man hier reingeht, hat man eine völlige Orientierungslosigkeit. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe hier einen mega krassen Weg hier reingebaut. Zack, zack, zack. Alter Schwede, mein Labyrinth, das ist schon krass. Ja, aber den Fahrradführerschein hast du, oder? Ja, den habe ich. Den habe ich. Da dürfte ich. Da bin ich sicher. Bin ready, yo. Ich hoffe, das ist verwirrend. Klingt ja nicht sehr begeistert. Ja, ich hoffe, du schaffst das natürlich nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob du meins schaffst. Man hat ja doch nur begrenzt Platz, muss man sagen. Ja. Ja. Was ist das denn? Alter Schwede, ey. Was ist das denn? Das ist ja riesig. Ach so. Okay. So eine Werkbank ist das. In groß. Aber sie heißt Little Workbench. Kleine Werkbank. Naja. Pflanzen. Ein Lama. Jawohl. Das ist süß, ein Plüschlama. Plüschi. Okay, dann kommt hier der Dino hin. Und hier kommt ein Poster hin. Und hier kommen Bücher hin. Und da kommt eine Blume hin. Und hier kommt... Was ist hier los? Hast du das gehört? Ja. Und hier ein kommt Einbrecher? Nee. Minecraft-Einbrecher, Nina. Der will deine Diamanten klauen. Oh, hier kommt das Plüschlama hin. Oh Gott, ist das niedlich. Also, Ben, ich würde sagen, ich bin fertig. Mit meinem Labyrinth. Bin auch fertig, ja. Ja, wollo. Okay, welches Labyrinth wollen wir zuerst machen? Deins? Ja, wir machen deins als erstes. Okay, warte. Hier kannst du durchlaufen. Da. Warte, Moment, ich schmeiß mal alles hier weg. Oh, ich bin in deinem Labyrinth, glaube ich. Joa. So, hier. Ja, ja, nee, weiß nicht was ganz. Das ist. Hier ist kein Labyrinth. Okay, ja, hier geht's los, Selina. Also viel Spaß. Mit meinem Plüschlammer geht das. Okay, ich gehe hier lang, hier. Ich hätte vielleicht nicht oben bauen sollen. Jetzt sehe ich dich ja gar nicht mehr. Super. Oh Mann. Oh, nein. Ich habe mich so doll gedreht, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Ah, hier ist der Anfang. Okay. So, zack, zack, zack. Wenn ich das jetzt auf Anhieb schaffe, habe ich es geschafft. Nein, das ist nur ein Verarschefenster. Oh Mann, Das ist das Ziel, Elina. Wie kommt man da hin? Wie du dachtest, du hast es geschafft. Ich bitte dich. Und Verarschefenster Nummer 2. Nice, sie ist perfekt, klappt. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Oh mein Gott, das ging ja super schnell, ey. Hä, echt? Ich hab doch den ganzen Platz ausgenutzt. Ja, aber das ging doch nur 30 Sekunden, das Labyrinth, Ben. Ja, man hat ja auch nur begrenzte Möglichkeiten. Ja, aber meins dauert bestimmt länger. Oh Mann, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, ey. Komm, geh rüber. Mach mein Labyrinth. Okay. Hier geht's los, Wo ist der? Hier ist der Eingang, ja, oder wie? Hier geht's los. Nee, okay. Da nicht. Hier geh. Nein, okay, da nicht. Okay, let's go. Elina, hier geht's nicht weiter. Was ist los? Ja, deswegen dauert das auch so lange. Okay, let's go. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, jetzt kann ich das hier von oben angucken. Ja, hier ist das Poster, wovon ich geredet habe. Hier kommt man nicht weiter. Wieso kommt man da nicht? Doch, da war nur ein Poster. Da ist nur ein Poster im Weg. So, hier geht's nicht lang. Hier sind Bücher. Ach, das war voll dumm, dass ich da solche Teile hingepackt habe. Man könnte halt jetzt draufspringen, aber... Das war voll dumm, weil die geben dir ja so sozusagen einen Tipp, dass du da schon mal warst. Naja, stimmt, hast du recht. Das ist echt ein bisschen verwinkelt, da kommt mir so vor. Bin ich hier richtig? Oh, wo? Hier war ich schon, wenn ich das Schwein gesehen habe. Nein, okay. Verdammt! Erde! Wir haben jetzt gewonnen, das war voll knapp. Ja, das war voll knapp. Wir hätten eigentlich einen Timer stellen müssen oder so.
Oh Mann, ich hätte hier nochmal irgendwie sowas reinbauen müssen. Naja, Leute, schade. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Falls ihr das unbedingt einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht abzustimmen. Like das Video. Ja, ihr vergesst nicht abzustimmen. Wer dieses Battle hier gewonnen hat, hat das Noob-Gefängnis gewonnen. Also das Stein, das Noob-Labyrinth. Sorry, Leute, das Noob-Labyrinth gewonnen. Also dieses Stein-Labyrinth oder das Dia-Labyrinth von Ben. Stimmt mal unten in den Kommentaren ab. Es würde mich riesig interessieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Abend. Abo nicht vergessen, Leute. Und haut da rein. Tschüss.